Man ist sich natürlich klar, es gibt Risiken, es ist einfach gefährlich, aber das wägt man auch immer ab und am Ende überwiegt eigentlich meistens, dass ich möchte Menschen helfen, trotz der Gefahr. Das ist bei so einem Erdbebeneinsatz nicht grundsätzlich anders wie bei einem Feuerwehreinsatz. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet das Erdbeben in Syrien und der Türkei als die größte Naturkatastrophe des Jahrhunderts. Nach Schätzungen starben mehrere Zehntausende Menschen, über Hunderttausende wurden verletzt. Internationale Rettungsteams unterstützten die lokalen Einsatzkräfte bei der Suche nach Überlebenden. Einer der Helfer in der Türkei war Johann Südmersen aus Wallenhorst bei Osnabrück. Für den 18-Jährigen war es der erste Auslandseinsatz für AddFire. Ein Verein von Feuerwehrleuten gegründet, um auch außerhalb Deutschlands Leben retten zu können. Johanns Vater ist Mitgründer und war auch Teil des Türkei-Teams. Eine Begegnung im Katastrophengebiet hat Johann besonders bewegt. Genau, das war eine ältere Dame, als wir von Kahramanmaraş zurück nach Istanbul geflogen sind. Als sie uns gesehen hat, wie wir ins Flugzeug gekommen ist, hat sie irgendwas auf Türkisch gesagt und dann auch angefangen zu weinen. Und dann übersetzt daneben, Türkisch, hat uns dann erzählt, dass sie für uns betet, weil sie halt 11 ihrer Verwandten verloren hat bei dem Erdbeben. Das sind schon so Eindrücke, die bleiben hängen. Die Eindrücke und Erlebnisse einer solchen Katastrophe zu verarbeiten, ist nicht leicht, aber ungeheuer wichtig. Irgendwann wird es auch einfach zu viel, deshalb darf man sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Und da hatten wir auch direkt, nachdem wir wieder da waren, Gespräche mit dem PSNV, das ist psychosoziale Notfallversorgung. Da spricht man dann am besten drüber, das tut schon gut. Und wenn das dann halt immer noch nicht geht, dann muss man sich Hilfe holen. Johann will sich weiterbilden und noch mehr trainieren, um in Zukunft auch in den Trümmern bergen zu können. Obwohl er Teil einer der wichtigsten Rettungsaktionen der Gegenwart ist, bleibt Johann bescheiden. Man hat nichts Übermenschliches getan eigentlich. Man ist da hingegangen, hat die Arbeit gemacht, für die man ausgebildet wurde, hat die Arbeit gut gemacht, hat Leute retten können und ist wieder nach Hause gegangen. Also es ist vielleicht jetzt nicht was Alltägliches, es ist schon was Außergewöhnliches, aber hält die Bezeichnung, ich glaube, da tut man sich eigentlich schon ein bisschen schwer mit, weil es immer Menschen gibt, die mehr getan haben.